Heute beim elektrischen Reporter: Gefälschtes, Familiäres und Gelehrtes. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Es ist keine neue Erkenntnis, dass in das Internet ungefähr jeder alles reinschreiben kann. Und doch ist es erstaunlich, wie aus dem Aufschreiben von ausgedachten Bewertungen und Kritiken inzwischen fast schon ein eigener Berufszweig geworden ist, wie unser erster Beitrag zeigt. Wer im Internet etwas reißen möchte, der braucht Fans, Follower und Likes. Ein paar 10.000 sollten es schon sein. Denn ein Gangster-Rapper mit 74 Facebook-Fans oder ein Topmodel mit 181 Instagram-Followern nimmt heutzutage niemand mehr ernst. Für solche Fälle gibt es Clickstars, ein Unternehmen für professionelles Reputationsmanagement. Das heißt, mit gekauften Klicks und Likes schiebt die Firma von Maximilian Schunk Musikerkarrieren an und baut Fan-Communities auf. Fantausch nennt er dieses Konzept. Ich biete ja lediglich die Dienstleistung an, den Fantausch. Und der Nutzer muss das im Endeffekt selbst entscheiden, beziehungsweise der Kunde. Der Kunde muss entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Möchte ich meine Fans manipulieren oder die Außenwelt manipulieren? Das ist ja seine Sache. Ich biete ihm das lediglich für einen günstigen Preis an. 10.000 Facebook-Fans aus aller Welt gibt es schon für 49,95 Euro. 1.000 Likes bei Instagram kosten knapp 8 Euro. Denn Schunks Geschäftsmodell ist international. Wir haben einen Händler, wo wir einkaufen, der sitzt in Amerika oder Bangladesch zum Beispiel, weil die dort günstiger sind als hier in Deutschland. Und die bearbeiten das für uns. Es sind Musiker, Firmen und Privatpersonen, die sich bei Schunk ein bisschen virtuelle Zuwendung kaufen. Denn Likes und Bewertungen entscheiden im Netz über Erfolg oder Misserfolg. Sogar einige Ärzte engagieren inzwischen Profis, die sich um ihren Ruf kümmern sollen. Und beauftragen Firmen, die offiziell seriöse Kommunikationsagenturen sind und halblegale Zusatzdienstleistungen anbieten. Gefälschte Bewertungen für Portale wie Yameda oder Yelp. Für Nutzer solcher Portale heißt das, nicht jede sanfte Darmspiegelung oder einfühlsame Wurzelbehandlung, die dort beschrieben wird, hat es also tatsächlich gegeben. Es gibt keine Verträge, in denen steht, bitte schreiben Sie für mich falsche Bewertungen. Aber es wird stillschweigend geduldet natürlich. Also kriegen Sie es mit und freuen sich natürlich, wenn eine schlechte Bewertung verschwindet. Allerdings sind einige Portale inzwischen auf die Fakes aufmerksam geworden. Man muss sich also schon etwas einfallen lassen, will man eine gefälschte Bewertung reinschummeln. Ich habe ja meistens so eine kleine Geschichte erzählt. Ich hatte Halsschmerzen, bin zum Arzt gegangen, er hat mich so und so behandelt und ich bin so und so empfangen worden, bin zufrieden, kann es empfehlen oder halt gar nicht. Ein bisschen so eine Geschichte erzählt, um es halt so glaubwürdig wie möglich klingen zu lassen. Als wäre das meine eigene Erfahrung. Außerdem verlangen manche Portale eine Mobiltelefonnummer. Doch das kann man mit unterschiedlichen Prepaid-Karten umgehen. Und überhaupt sollte man als Faker ab und zu die Geräte wechseln, von denen man die Bewertungen schreibt. Oder auch mal den Stecker des Routers rausziehen, um eine neue IP-Adresse zu bekommen. Michael Dreusicke ist Social-Media-Stratege. Für ihn sind die Fakes digitale Umweltverschmutzung. Sachen, die per se nicht sinnvoll sein können, wie Aussagen von Personen, die es gar nicht gibt, sind Müll. Und wenn wir uns damit zumüllen, dann wird das, was an Nutzinformationen in dem wichtigsten Medium, was wir haben, drinsteckt, immer schwerer zu bekommen und immer anstrengender für uns Menschen, dieses Medium zu nutzen, das Internet. Das Tückische an den gefälschten Bewertungen, es ist schwer, sie zu erkennen, weil sie sich immer besser tarnen. Für den durchschnittlichen Silver Surfer, der die beste Klinik für seine Hüft-OP sucht, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn aber jemand ganz schlau ist und malt den roten Apfel grün an, dann kannst du nicht mehr unterscheiden. Und dann nimmst du den vielleicht, obwohl du ihn eigentlich gar nicht haben willst. Das heißt also, du merkst nicht, dass du eigentlich was bekommst, was anders ist, als du dachtest. Trotzdem ist nicht alles verloren. Gerade im Netz lernen Nutzer schnell einen sensiblen Umgang mit Fälschungen. Wo uns noch vor wenigen Jahren E-Mails dazu brachten, Geld in afrikanische Länder zu überweisen, erkennen wir diese heute sicher als Spam. Auch Bewertungen oder Facebook-Freunde sollte man also nicht für bare Münze nehmen. Und spätestens, wenn der im Netz so hochgelobte Arzt zur Operation in eine Garage bittet, ist für uns alle eine gesunde Portion Misstrauen sicher nicht verkehrt.
Mit Twitter kann man Gedanken und Informationen rund um den Globus schicken oder von einem Zimmer ins andere. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Du fängst an. Ich fange an? Ja. Okay. Also ich bin Susanne Mirau. Auf Twitter bin ich Frau Mirau. Ich bin Kleinkindpädagogin. Mein Name ist Kaspar Clemens Mirau. Auf Twitter bin ich Leitmedium, arbeite in Berliner Startups und rede ab und zu mit meiner Frau über ihr Blog. Ich komme ins Bad und der Sohn steht auf seinem Hocker und das ganze Waschbecken schäumt über. Es ist alles voller Schaum und ich frage ihn, was machst du denn da? Und er sagt, Papa hat es erlaubt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ihm das mitgeteilt zu haben. Und deswegen lag die Frage nahe, welcher Vater denn? Ja? Zumal mein Sohn auf der Straße alle bärtigen Männer als Papa bezeichnet zurzeit. Also man muss dazu sagen, dass wir halt relativ viel über Twitter kommunizieren. Teilweise eben, wenn wir nicht zu Hause sind, aber auch wenn wir zu Hause sind. Wir haben halt auch festgestellt, dass es einfach wichtig ist. Also dass halt Eltern, andere Eltern das halt auch brauchen irgendwie, dass sie halt sehen, wie ist das? Ne? Gerade irgendwie Elternschaft ist ja manchmal am Anfang so ein bisschen schwierig. Man weiß nicht genau, wie funktioniert das alles? Wie kommt man auch wieder als Paar zurecht? Ich glaube, wir haben so eine Grundhaltung. Wir lachen halt einfach gern viel. Und die Katastrophen, die den ganzen Tag passieren, vor allen Dingen mit zwei Kindern, haben halt viel einfach mit Humor zu tun. Also es ist heute einfach wichtig, dass Eltern, die haben ja nicht mehr ihre Ursprungsfamilie unbedingt am Wohnort. Wir wohnen einzeln mit Familien in einzelnen Wohnungen in der Großstadt und haben gar nicht unbedingt Kontakt auch zu unseren Nachbarn oder so. Und dann ist es halt schnell die Twitter-Timeline, die ist halt da. Man fragt, was kann ich machen? Wie kann ich das irgendwie umsetzen? Und dafür ist es halt super hilfreich. Natürlich hat man auch, wenn man etwas über Erziehung und Kinder im Netz erzählt, fühlen sich viele angegriffen, weil sie, wenn man sagt, wir machen das so und so, sofort denken, man hätte mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt, ihr macht das alle falsch, was aber eigentlich nicht der Fall ist. Wir sind halt einfach nur ein Beispiel. Wir sind halt ein Beispiel davon, wie man Elternschaft und Beziehung leben kann. Also natürlich werden sich unsere Kinder in 20 Jahren darüber beschweren, was wir gemacht haben. Aber das werden sie, weil Kinder sich immer beschweren, was ihre Eltern gemacht haben. Das ist die Aufgabe von Kindern zu sagen, ihr habt das falsch gemacht und ich mache das jetzt besser. So, die Kinder kennen das auch gar nicht anders. Die wachsen mit diesen Medien auf. Eigentlich ist es halt schon eine Vorbereitung darauf, wie sie später damit umgehen können, weil wir ihnen halt schon klar machen, was kann man reinmachen, was kann man nicht reinmachen. Also wir geben ihnen ja in gewisser Weise das schon weiter. Sie sollen Kindern und Jugendlichen die Welt erklären, sträuben sich jedoch häufig, den digitalen Teil eines Lebens als einen ebensolchen anzuerkennen. Lehrer. Doch vereinzelt gibt es Hoffnung, wie unser nächster Beitrag zeigt. Daniel Berntsen ist zwar Geschichtslehrer, das heißt aber nicht, dass er selbst in der Vergangenheit lebt. Im Gegenteil, mit der von ihm mitentwickelten App in die Geschichte holt er die Historie auf die Smartphone-Screens seiner Schüler. Anhand alter Fotos erleben sie, wie ihre Stadt früher einmal ausgesehen hat. Das Koblenzer Schloss zum Beispiel, heute ein Park, war früher Treffpunkt lokaler Nazi-Größen. Und im Vergleich der beiden Bilder ergeben sich dann historische Fragen. Und das ist für den Geschichtsunterricht ein ganz wichtiges Phänomen, dass die Schüler auch lernen, selber Fragen zu stellen. Und das wird damit dann angeregt. So macht die Smartphone-App Schüler zu Geschichtsforschern. Eine Besonderheit an deutschen Schulen. Denn immer noch wehren sich viele Lehrer gegen die Einflüsse digitaler Medien. Und trennen gute Medien, wie Bücher, von schlechten, wie dem Computer. Der Medienpädagoge Stefan Aufenanger unterrichtet sowohl Lehramtsstudierende als auch Lehrer und kennt diese Vorurteile nur zu gut. Einige meinen, die Medien sind quasi, um so ein Bild zu verwenden, die bösen Viren, die eindringen wollen in den Unterricht und man muss sich dagegen wehren. Und dann gibt es verschiedene Modelle, was ich dagegen tun kann. Zum Beispiel ein Handyverbot aussprechen, um diese Störungsquelle aus der Schule zu verbannen. Dass ein Handy aber mehr kann, als mit WhatsApp, Facebook und Candy Crush vom Unterricht abzulenken, davon haben viele Pädagogen gar keine Vorstellung. Das Festival Jugendhackt versammelt einmal jährlich Jugendliche aus ganz Deutschland zum gemeinsamen Programmieren. Hier wird deutlich, wie groß die digitale Lücke zwischen Schülern und Lehrern bereits geworden ist. Organisatorin Maria Reimer beklagt Lehrer, die sich der digitalen Wirklichkeit verschließen und lieber den Kopf in den Sand stecken. Also das ist so ein bisschen dieses, ich möchte das nicht hören, nicht sehen und nicht
riechen und deswegen ist es nicht da oder so. Das ist natürlich Schwachsinn, weil die Jugendlichen morgens mit dem Handy in der Tasche eigentlich aus dem Haus gehen und es abends wieder in die Hand nehmen. Und so bringen sich die Schüler selbst bei, wie man sich in der digitalen Welt zurechtfindet. Das ist eigentlich wie in der Stadt. Es gibt halt auch Stadtteile, die jetzt vielleicht für Kinder nicht besonders toll sind, da durchzulaufen. Und man muss halt einfach wissen und vielleicht das Ganze umgehen oder einfach aufpassen. Um sich nicht immer weiter von der Lebenswelt der Schüler zu entfernen, müssen Lehrer eines akzeptieren: dass digitale Medien und das Internet für ihre Schüler ganz selbstverständlich zum Alltag gehören. Und natürlich ist es für Lehrer schwer, in dieser schnelllebigen Sphäre mitzuhalten. Die Probleme aber, auf die sie im Schulalltag immer wieder stoßen, sind reichlich profan. Das fängt damit an, dass man den Computerraum gebucht hat, dass man mit einer französischen Partnerklasse eine Videokonferenz machen möchte und das Internet funktioniert an dem Tag nicht. Und am Ende bleibt dann nichts anderes übrig, als den Kollegen in Frankreich anzurufen und zu sagen, tut uns leid, bei uns war gerade, wir hatten gerade ein Problem mit dem Computerraum, das ging nicht. Für viele Pädagogen frustrierend und ein Grund zu sagen, der traditionelle Unterricht ist einfach schneller und weniger störungsanfällig. Aber nicht nur bei der Technik hakt's. Auch Fortbildungskurse für Lehrer in Sachen neue Medien sind eher schlecht besucht. Warum auch, werden sich viele Lehrkräfte denken. Denn klare Vorgaben darüber, was man als Lehrer in Sachen Internet können muss, gibt es nicht. Von einem Plan, wie man diese neue Kulturtechnik in den Unterricht einbringen soll, ganz zu schweigen. Für Stefan Aufenanger sind gerade dann die Lehrer am Zug. Wenn man zu Hause zum Beispiel eine Waschmaschine hat, die 2 Jahre alt ist und bestellt einen Handwerker und der sagt, ich habe vor 10 Jahren gelernt, die Waschmaschine kenne ich nicht, kann ich nicht reparieren, wird man auch sagen, das ist unprofessionell. Und ich denke, genauso gehört es zur Professionalität des Lehrerberufs, sich mit den aktuellen Entwicklungen, vor allem in der Kinder- und Jugendkultur, auseinanderzusetzen. Schließlich soll man in der Schule ja auch fürs Leben lernen. Und zum Leben, da gehören für die Schülergeneration von heute Computer und Internet einfach dazu. Schulunterricht, der dieser Entwicklung nicht Rechnung trägt, wird es bei diesen Kindern schwer haben. Man kann einen Lehrer nicht davon abbringen, wenn er irgendetwas vorhat. Er tut es einfach doch. J.D. Salinger. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.